ja, du hängst mir nämlich zum Hals raus, verstehst du? Ich bring sie ins Zuchthaus, die Schlampe! Mit anderen Worten, Sie haben kein Alibi. Soll das heißen, dass... Das soll gar nichts heißen. Also? Was wollen Sie von mir hören? Dass ich die ideale Verdächtige bin? Das gebe ich zu. Das haben Sie gesagt. Herr Kommissar, wir kommen doch nicht in die Zeitung. In diese hier bestimmt nicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem hübschen Mädchen verabredet. Aber Ihre Frau verfolgt Sie. Was würden Sie tun? Ich habe mir diese Frage noch nicht gestellt. Sie bleiben am besten draußen. Man soll Kranken am ersten Tag nicht gleich zu viel zumuten. Was heißt das für eine Illustrierte? Eine Art fotografischer Comicstrip. Ich lese das sehr gerne. Hier zum Beispiel. Ein etwas verkalkter Kriminalkommissar. Ja, das steht hier. Also der hat ständig das Nachsehen gegen seinen jugendlichen Assistenten. Ein Mann in meinem Alter, mit meiner Figur. Und dieser jugendliche Assistent, der kommt auf eine Idee. Was, der hat eine Idee? Da können Sie mal sehen, was sich diese Autoren so zusammenfaseln. Natürlich, so war's. Bravo, Jeannot. Sie haben die Lösung gefunden. Ich? Ja. Ja, aber nein, da bin ich ganz sicher. Moment. Na, was fällt Ihnen dabei ein? Ja, so war's. Und was bitte? Ja, genau das.